In diesem Video zeige ich eine kleine Wanderung entlang des Mühlenpfades rund um die Abtei Himmerod. Ausgangspunkt dieser entspannten Wanderung ist das Hotel Molitors Mühle. Auf dem Gelände des heutigen Hotels befinden sich Überreste einer Eisenhütte. Diese stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Mitte des 19. Jahrhunderts stellte die Hütte wegen der zunehmenden Konkurrenz aus dem Ruhrgebiet und dem Saarland ihren Betrieb ein. Das Hotel liegt herrlich romantisch in der Nähe des Salmbachs und war früher eine alte Mühle. Von dem Hotel aus geht man nun auf einem idyllischen Wanderweg zwischen dem Waldrand und dem Salmbach entlang in Richtung Abtei Himmerod. Der Weg folgt nun dem Bachverlauf und verläuft entlang des Mühlgrabens. Dieser Teil des Weges ist Entspannung pur und tut der Seele einfach nur gut. Es gibt eine Vielzahl an Wanderern, die diesen Weg deswegen regelmäßig gehen. Es dauert nicht lange und die Abtei Himmerod kommt in Sicht, zu der neben dem Kloster auch einige Wohnhäuser und ein Gasthof gehören. Dieses Zisterzienserkloster wurde im 12. Jahrhundert gegründet. 1802 wurde durch die französische Regierung unter Napoleon das Kloster aufgehoben. Kirche und Kloster verfielen, das Kirchendach wurde abgebaut. Die Kirche wurde zur Ruine und das Gebäude hauptsächlich als Steinbruch genutzt.1922 wurde das Kloster neu gegründet, die Kirche wurde 1962 fertiggestellt. Das Kloster erlangte Berühmtheit, weil hier im Oktober 1950 ehemalige deutsche Wehrmachtsoffiziere tagten. Sie sollten im Auftrag von Bundeskanzler Konrad Adenauer die deutsche Wiederbewaffnung nach dem Zweiten Weltkrieg vorbereiten. Das Ergebnis dieser Tagung war die Himmeroder Denkschrift. Vom Kloster Himmerod führt dann ein Barfußpfad zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung. Man geht über samtweiche Wiesen durch eine wunderschöne Natur. Immer wieder überquert man den kleinen Bachlauf und kann die Seele baumeln lassen. Na
Nach etwa 20 Minuten ist man wieder an einem größeren Mühlenteich direkt in der Nähe des Hotel Molitors Mühle angekommen. Dir hat das Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder wenn du diesen Kanal abonnierst. Entspannt die Seele baumeln lassen kann man auch bei einem Panoramablick auf Bernkastel-Kues. Schau dir dieses oder ein anderes Video von diesem Kanal an. Neue Videos gibt es jeden Donnerstag.